So, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Supreme Commander Forged Aliens und wir haben heute einen Gast mit dabei und zwar von dem WHC-Clan, schön übersetzt, We Have Cookies, den Krasus, alias Lars. Hello. Ja, wir spielen heute die Map Six Badlands 3 gegen 3, bei mir halt im Team der Krasus und der T-Jim und im gegnerischen Team Mike, Sebastian und der Tons of Dennis oder wie ihn Tennis. Wie der Sebastian letztens genannt hat, Tennis. Gut, können wir starten. Ja, okay, was für eine Idee hast du denn? Der hat doch gerade gemeint, er habe eine Idee, oder? Ja, da habe ich nur Hardstyle Nein. gehört. Ich habe gar keine Idee, ich habe die Map noch nie gespielt. Oh. In der Mitte ist, glaube ich, Masse, oder irre ich mich? Ja. In der Mitte ist ziemlich richtig viel Masse, da kannst du richtig was reinsaugen. Die Arme brauche ich nicht. Das ist extrem viel. Mike spielt auf meiner Seite, ne? Keine Ahnung, gegen wen ich spiele, aber... Du spielst in der Mitte gegen Tons of Dennis. Mike ist außen. Ich glaube, der Mike unterschätzt dich. Weil du bist eigentlich besser als ich. Ja, jetzt schauen wir mal, wie er ist. Ich meine, der baut so wie du eine Lampfabrik und... Der kocht auch nur mit Wasser, ne? Der kocht auch nur mit Masse. Der spielt auch nur mit Masse. Weißt du, mal schauen, wie er ist. Ich habe noch Energie. Oh, bin ich blöd. Ich hasse es. Sollte man hier mit dem ACU in die Mitte gehen? Eigentlich schon, aber auch aufpassen. Boah, hier kann man ja nirgendwo diese scheiß Landfactory bauen. Ach, hast du es auf Englisch, hast du auf Deutsch, deswegen, also ich bin ein bisschen... Ich spiele generell auf Englisch. Ist noch einer. Weil ich so schlecht in der Schule bin und... Ja. Hilft vielleicht. Ja, das stimmt. Ich werde auch Luft machen wahrscheinlich. Ja, hier muss jeder alles machen. Okay, ich mach dann Marine. Ich versuche auch mit in der Mitte zu ziehen. Der Mike wird das auch machen. Ich guck mal, ob er mit dem Techniker irgendwie nach vorne geht. Warum hast du nicht deine Scouts losgeschickt, Tim? Ja, könnte ich auch machen. Ach, die Scouts, die immer aus ganz vielen Zivilins bestehen. Aus ganz vielen was? Zivilins, das sind die Scouts. Keine Ahnung, der spricht eine andere Sprache. Der ah, der Mike rennt schon rüber zu mir. Der spricht eine andere Sprache, ich komme nicht hinterher. Ja, ich habe es halt auch mal mit Supreme Commander Carsten probiert, aber ich kann einfach nicht so viel reden. Machst du doch ganz gut schon. Das ist nicht böse gemeint. Dennis kommt nach vorne mit seinem Commander. So, ich hab's auf Deutsch, deswegen weiß ich alles. Also kenn ich die ganzen Bezeichnungen nicht. Sind meine Scouts gestorben? Hat das jemand gesehen? Ja, der Commander vom Dennis ist nach vorne gegangen. Ja. Okay. Daran, dass ich mir schon ein paar Videos von euch angeguckt habe, ist ja einfach, dass ich eigentlich genau weiß, dass ihr nicht so viel spammt am Anfang. Das ist der Trick. Mehr macht er eigentlich gar nicht. Baut auch noch. Ziehst du schon Masse? Ein bisschen kann ich gerade nehmen. Kann ich gerade nicht spielen. Ich
hier gibt's auch ganz viel Masse. Ja, hinter uns liegt die Masse rum. Ach, scheiße. Da ist schon ganz viel Sebastian. Naja, der Dennis jetzt bestimmt auch viel, ja? Ja, der hat auch noch mehr Masse als ich. Mehr Masse-Extraktoren. Viel Luft, ja. Ja, das ist echt ein bisschen Luft. Eisbomber. Was liegt hier eigentlich rum? Wenn nicht zu viel Anti-Air, also die T1, weil das habt ihr eben im Spiel gehabt und dann und ihr die Masse nicht irgendwie anders investieren. Okay. Sogar nicht mitgespielt, hätte ich schon. Ja, also in dem Spiel, wo ich noch mitgespielt habe. Die euch abgezogen haben. Die Art, wie du redest, gefällt mir nicht. Scheiße. Da kommt ein bisschen viel Sebastian. Da sind ein paar kleine Probleme, ne? Ich ja. Muss halt die Reichweite eigentlich von den Eon ausspielen, mache ich aber nicht. Er hat dafür keinen Reclaimer in der Mitte. Spend nur Arti. Hätte eben die Siphon spielen sollen. Hat jemand eher? Nicht viel. Das ist halt so ein scheiß Bomber über mir gewesen. Können zwar eigentlich keinen Schaden machen, aber wäre mich ja fast nicht. Wenn er jetzt einfach pushen würde, würde er mich kriegen.
Ich werde gerade angegriffen. Ja, du kriegst hin. Ich würde Unit schicken, aber. Ach, Tietje, kannst du mir Strom schicken, bitte? Ja, Augenblick. Bad bei Energie sind. Mike drückt in der Mitte jetzt auch. Ja, die kommen beide auf mich. Wer, ja, du hilfst mir jetzt oder du pusht einfach. bei ihm durch und dann kommt er nicht mehr weiter. Nochmal, kannst du mir nochmal Strom schicken, Hatice? Ja. Ich mach grad ein Gun-Upgrade. Danke. Auch. Das ist eindeutig ein Fehler. Ein Gun-Upgrade zu machen? Ja, dass wir es beide machen. Ach, soll ich dir Strom geben? Nochmal bitte. Ey, ich hab halt auch keinen Strom mehr, Junge. Speicher leer. Danke, Tim. Habt ihr Energiespeicher gebaut, dass ihr overchargen könnt? Ich mach, glaube ich, nicht, mach ich gleich. So, Gun-Upgrade erfolgreich. Ich hol mir noch das zweite, dann mache ich das jetzt so wie Cupcake vorhin. Einfach beide Gun-Upgrades und vielleicht auch Schild durchdrücken. Dann kann er gar nichts mehr machen, weil er nicht mehr an meinen ACU rankommt. Welches muss ich dafür machen? Na ja, gut, wir haben nicht Seraphim beide, ne? Nee, dir würde ich empfehlen, auf dem einen AMP2, auf dem anderen das Gun-Upgrade und dann in der Mitte den Tactical Missile Launcher zu holen. Puh. Oh, Mike ist schon auf T2. Ja, ich auch. Wir haben, glaube ich, irgendwie ein bisschen wenig Energie für Radar und so. So wie das die ganze Zeit an und ab, abblinkt. Ja. Aber mir wird halt jetzt mit allem, was er hat, gepusht. Aber mir ist mein ACU gleich fertig. Ich greife jetzt den Sebastian an. Mach das. Hast du ein Radar bei dir? Ja, aber nur Tech 1. Passt schon. Ich geh mal mit einer Fabrik auf dich zu. Ja, das ist... Oh. Mike hat gar nicht so viel T2, da kann man eigentlich doch was machen mit dem Commander und so. Ja, er hat Gatling-Bots, ne? Die sind wirklich schlecht. Was mach ich denn grad? Ey, der macht das aber auch immer wieder mit den T1-Bombern, oder? Ich hab gar kein Anti-Air gebaut, Mensch. Und wir holen mal den Mike auch die gesamte Luft runter. Wo? Da hinten, da hat er die eine Anti-Air, aber die ist nicht so gut.
Aber meine Units laufen da gerade in den Tod. Achtung mit deinem Commander. Ja, ich zieh zurück. Warum? Denn der Overcharge trifft nicht. Wir müssen ihm schnell helfen, Alter Jim. Oh. Passt schon. Ich nehme mich einfach zurück. Oh, komm, shit. Jetzt noch Units. Der Commander ist ja hier. Oh. Sebastian. Dann zieh ich mit einem Unit zurück, damit kriegst du den nicht. Oder lauf mit deinem noch so ein bisschen nach vorne. Aber da musst du aufpassen. Hey, du kriegst ja den Sebastian gerade, Tietje. Ja. Ich hab leider keine Anti-Air. Eigentlich sollte man ihn damit nicht kriegen, aber interessant. Komm schon, Tech 2, geh hoch. Ach, scheiße. Hat jemand irgendwas luftmäßiges, Bomber, irgendeine Scheiße? Ich hab ein bisschen Jäger nur. Und nicht, so, nicht genug, um die da aufzuhalten. Ja, ich seh's. Ich hab Stromprobleme. Ich kann dir was geben. Ich kann dir ein paar AT1 geben. Ja, geht schon. Also habt ihr mehr Strom? Ich mache jetzt gerade dieses Tactical Launcher Zeug da. Willst du mal da mal nicht weg? Du bist von der Tech 2 verteidigt. Ey, du bist ja von Tech 2 getroffen. Fuck. Hau ab, Junge, hau ab! Dabei. Du rennst gerade in das Tech 2 rein. Scheiße, ich hatte den Dennis fast, Dennis erwischt. Oh, oh, du musst echt ganz, ganz schnell weg, ganz, ganz schnell, du bist gleich tot. Ja, ich bin tot. Ja. Fuck. Sebastian ist auch fast tot. Sorry. Was mit Ding? Dennis? Ja, ich war gerade dabei, euch irgendwie Ressourcen zu geben und dann, habe ich nicht auf meinen Commander geachtet und der ist irgendwie nach vorne gelaufen. Ist ja nicht schlimm passiert. Bei mir könnt ihr jetzt ganz viel reclaimen. Ich hatte alle Masse Extraktoren auf T2. Und eine Fabrik auf T2 und das gibt schon ziemlich viel Masse. Deine gesamten Jäger zurück, weil die T2 Anti-Air macht Flächenschaden in der Luft und dann holt die auf einmal 5 von deinen Jägern runter. Ja, zieh ich zurück. Auf der anderen Seite. Hier die Techniker hier reclaimen. Das hat. Achso, ja, ja, ich die, einfach die da gerade aufsammeln, die habe ich schon genommen. Nimm mehrere. Kriegst du mehr Masse. Dann kannst du vielleicht sogar Masse-Extraktor auf T3 machen oder so. Und auf jeden Fall noch ein, zwei mehr Factories bauen. Ich kann die nirgends verbauen, diese Scheißfabrik. Behindert. Oh, irgendwie. Guck einfach um die Masse-Extraktoren, wird meistens irgendwie noch was frei sein.
Ja, Dennis. Dennis. Oh Gott, nicht Dennis da runter. Ja. Zieh den, das. Das Assaultbot zurück. Dein Jäger. Kannst du overcharten? Nein, nein, nein. Dann bauen wir ein, zwei Energiespeicher. Ja, sie kommen jetzt aber hier. Dann irgendwie Einheiten nehmen. Aber ich würde sagen, wir haben es verloren. Na fast. Tim, probier mal T2 Jägerbomber zu bauen gleich. Dann einfach irgendwie Dennis snipen oder so. Und wenn er. Na gut, der kommt nicht mit hier ein. Ja, aber ich werde wahrscheinlich jetzt auch sterben. Ja. Ich versuche an der Seite oben lang zu gehen hier. Der bunkert sich damit ganz viel T2 Point Defense ein. Nur mit einem Inti drüber oder so. Oder einem Scout. Krass. Wir gucken mal, ob er da noch andere Sachen baut. Vielleicht baut er einen taktischen Raketenwerfer, dann würde ich nämlich taktische Abwehr bauen. Scheiße, der Sebastian kommt jetzt auch. Wenn er stirbt. Da kommt nämlich jetzt nochmal wie ein Forstmann von den anderen. Weil kannst du es abhaken mit den T3 Jägerbombern, weil der da T2 Point Anti-Air baut. Deshalb muss das irgendwie bald mal kommen. Hier habe ich gar keine Anti-Air. Den Mike habe ich zurückgedrängt. Probier noch in deine Base rein und die Master-Extraktion zu zerstören. Das bringt ihm auch seine Range-Spots eigentlich nichts mehr. Er kommt jetzt mit Gunships. Pass nur auf, dass du nicht zu weit reingehst, so wie ich, weil dann kann er einfach hinten den Weg zu machen und dann bist du in der Falle. Hier auf den Commander, probier auf die Masse-Extraktoren zu gehen. Weil ich weiß nicht, ob du den Commander kriegen würdest. Viele Units da.
Hast du noch Jäger? Nö. Wenn du Jagd Bomber. Brauchst du irgendwie Anti-Air jetzt da vorne? Ja, ja. Dann ziehst du Luft. Nicht wirklich. Der hat nur Bomber, weil er sind Gunships. Bau mit deinem Commander T1 Anti. Okay, du stirbst jetzt auch. Die zwei Point Defense zerstören dich. Ja, gehört dazu. Vielleicht wird Hatice dann einfach überrannt. Du hast deine Point Defense da übrigens schlecht aufgestellt. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Zu spät gesehen, aber. Ja, ich mache jetzt auch Selbstmord. Hast du irgendwelche Upgrades auf deinem Commander? Nee, gar nichts. Probier nicht da vorne rein zu laufen, sondern eher hier. Was war schon mit der Luft kaputt? Der wird doch auch ihn haben. Der hat aber nicht so viel. Okay, doch. Ist ja eh nur Tech 1. Können wir direkt eine Revanche machen, ey. Ja. Gib mir auch noch Tipps, natürlich. Hallo? Unser Feind. Guck mal, ja, die Statistiken man an. Man hilft, wo man kann. Habe ich einfach übersprungen, weil es zu schlecht war bei mir. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut. Bis dahin.